Hallo? Ist da jemand auf der anderen Seite von diesem Video? Hey, du, ja, genau du. Wenn du die Reinhardtsgeschichte von Herrn Malzahn gehört hast und dir danach gedacht hast, die meisten Kasper, die kenne ich, aber diese eine Stimme, die möchte ich noch kennenlernen. Dann herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Geht jetzt los. Muss aber auch mal erwähnt werden vorher. Hey, Tilsamas, Jörg er Drakehata. Und das war übrigens Schwedisch. Und es bedeutet ungefähr so viel wie: Es wird so schwer jetzt ohne dich, doch aufgeben, das kann ich nicht. Das Leben ist so schwer jetzt ohne Metal-Leute, ich bin ein Drachenfreund. Und dieses Video ist nicht nur Tilsamas Motomobbing, denn das ist richtig und wichtig. Nein. Ein letztes Mal für dieses Jahr. Good Jul. Ich wünsche dir und euch und mir und allen. Good Jul. Frohe Weihnachten. Ich muss einen kleinen Nachtrag loswerden zum letzten Video von gestern. Wir haben uns ja über die, oder wir haben uns zeigen lassen, die Top 10 Lieblingsweihnachtsfilme von Rainer, über die er alles, aber auch alles weiß. Und nachdem ich dieses Video abgeschlossen habe, dachte ich mir, warte mal, du hast einen vergessen. Du hast tatsächlich einen vergessen. Und ich weiß nicht, wie es passieren konnte, aber der Weihnachtsfilm, es wurde ja nicht nur Jesus geboren an diesem wunderbaren Abend, sondern noch jemand anders. Und diesen Film, den habe ich vergessen. Du weißt, welchen ich meine, oder? Es gibt Typen, die wir noch mehr hassen als die Römer. Diese verfluchten judäischen Volksfront-Mistkerle. Ja, genau. Und judäische populäre Volksfront. Ach, Spalter, Mistkerle. Und die Volksfront von Judäa. Ja, genau. Alles Spalter. Die Volksfront von Judäa, Spalter. Wir sind die Volksfront von Judäa. Oh. Ich dachte, wir wären die populäre Front. Mann, Volksfront. Was ist eigentlich aus der populären Front geworden? Die sitzt da drüben. Ja, oder? Wie konnte ich diesen Film vergessen? Ja, das, ja. Oh mein Gott, ist das schlecht. Ist einfach so. So, genug der Spielerei. Der zweite Weihnachtsfeiertag steht an und hey, was habt ihr die letzten beiden Tage so gemacht? Wie war euer Heiligabend? Habt ihr alle Geschenke gefunden unterm Weihnachtsbaum? Wart ihr bei euren Lieben? Und was macht ihr heute? Einfach mal so ein Ausklangtag. Wann müsst ihr wieder arbeiten? Habt ihr frei bis nächstes Jahr oder müsst ihr wieder? Oder müsst ihr heute arbeiten? Dann geht Liebe an euch raus. Denn jeder, der an den Feiertagen arbeiten muss, ist richtig und wichtig. So. Alles Wichtige gesagt. Ich habe tatsächlich sogar noch mal zwei Videos gefunden von unserem lieben Rainer zu Weihnachten. Und nachdem wir ja den Rainer der vergangenen Weihnacht so ein bisschen beleuchtet haben, wo eigentlich da war nur noch alles gut und wir haben gesehen, wie viel Mühe er sich gegeben hat. Ich möchte in zwei kurzen Videos heute mal so ein bisschen in die Gegenwart vorspulen. Und man merkt, wie es ist, wenn man reiner ist über die Jahre und eben alleine feiert und niemanden mehr hat. Was bietet sich da besser an als ein Streamne oder ein Video? Ja, wie gesagt, zwei davon gucken wir uns heute nochmal an. Und dann lassen wir das Jahr etwas ausklingen und überlegen uns, wie wir im neuen Jahr starten. Ich habe es ja schon gesagt, ich werde mich wahrscheinlich ein bisschen auf seine Vlogs spezialisieren und innerhalb dieser Vlogs ein paar Videos raussuchen, die uns nochmal so ein bisschen den Weg von Rainer zeigen. Und vielleicht hinterfragen wir das Ganze auch mal mit der ein oder anderen Thematik dazu. Mehr Spoiler möchte ich noch nicht, aber in diese Richtung wird es wahrscheinlich gehen. So. Verschwenden wir keine Zeit. Bist du bereit? Ich bin bereit. Wie gesagt, nochmal schön,
dass du, ja genau du, auf der anderen Seite des Bildschirms dabei bist. Los geht's mit Rainer. Metal, Leute. Und ja, mein Fenster ist offen. Wollt euch nur frohe Weihnachten wünschen? Frohe Weihnachten. nee, frohe Weihnachten, komm. Metal, mein lieber Rainer. Merry Christmas. Oh, was sehen wir da? Wir sehen ein schönes Bäumchen. Naja, lassen wir es mal als Deko durchgehen. Und ja, viel Zeug, das, was wir ja kennen und lieben gelernt haben, da im Hintergrund. Und warum um alles in der Welt hat er das Fenster auf? Also, wie viele Möglichkeiten gibt es da? Also, entweder er hat so gut geheizt, dass er sich denkt, okay, ja, einmal kurz durchlüften, so Stoßlüften. Oder hat er vergessen, ein paar Säcke rauszubringen. Vielleicht werden wir es erfahren. Ich wollte euch frohe Weihnachten wünschen. Wie gesagt, frohe Weihnachten, mein lieber Rainer. Ich glaube, du bist noch ein bisschen laut. Das muss ich mal. Ich wünsche euch einen, falls wir uns nicht mehr sehen, guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hatte jetzt eigentlich, wie in meinem Blog angekündigt, ja, ich habe einen neuen Blogantrag geschrieben. Ich hatte jetzt eigentlich vor, ein Best-of von diesem Jahr zusammenzuschneiden mit den. Hat aber irgendwie nicht geklappt, weil du wusstest nicht, welche Highlights du zusammenschneiden und rendern und hochladen sollst. Hm? Wo war das Problem? Den Blog-Eintrag, den müsste ich tatsächlich in der Drachenchronik nochmal suchen. Und apropos, ja genau. Wir schauen das Ganze in der Drachenchronik und ich glaube, das Video habe ich vom Metal Center. Verlinke ich aber natürlich unter diesem Video. Höhen und Tiefen. Ich habe aber jetzt keine Zeit mehr dazu gefunden, das zu machen. Ich bin jetzt, wie spät haben wir? Es ist 14.24 Uhr. Ich bin vor ungefähr. Es ist immer ganz wichtig, um wie viel Uhr er dieses Video aufgenommen hat. 1,5 Stunden aufgestanden. Also um 13 Uhr. Naja gut, das passiert. Ich meine, wenn man ausschlafen kann, wenn man frei hat. Hey, warum nicht? Und bin seither nur am Rumwuseln. Er sieht auch sehr wuselig aus, oder? Machen wir uns mal nichts vor. Er wuselt sicherlich gerne. Ich muss noch ein paar Let's Plays aufnehmen vor morgen, weil ich will über die Feiertage nichts aufnehmen müssen. Er muss ein paar Let's Plays. Ein paar Let's Plays. Ich meine, hey, dreimal Breath of the Wild und nochmal fünfmal irgendwas anderes. Ich muss ein paar Let's Plays aufnehmen. Ja, dann mein Tow, ne? Mach mal. Zumal ich glaube, das sind wir der Jotunhaus für. Oh, und oh, das haben wir in den letzten Videos gar nicht gehabt. Ist euch das aufgefallen? In den früheren Videos hat er die Hater gar nicht so oft erwähnt. Also es, oder ich verbessere mich, es gab Videos, in denen er ausnahmsweise die Hater nicht erwähnt hat. Zu diesem Video gehört das selbstverständlich dazu. Ich glaube, ich muss mal genau schauen. Das war, glaube ich, 2018. Da sind wir also schon ein bisschen näher an der Gegenwart. Es war ein interessantes Jahr. 2018. Um es mal freundlich auszudrücken. Lass mich raten, Rainer, der Hate wurde weniger. Du konntest dich vervollständigen. Du hast bestimmt eine ganz liebe Freundin kennengelernt. Oder auch zwei. Und es war einfach perfekt. Und deshalb hattest du keine Zeit für deinen Hauptjob. Die Hater haben ein neues Tief erreicht. Ja, aber das ist ja nichts Neues. Ich meine, wir steigern uns ja negativ von Jahr zu Jahr. Das ist doch einfach so. Ne? Man muss Ziele haben. Und man denkt sich immer, komm, wir schaffen es noch eine Schippe weniger. Indem es ihr das Scheiße abgezogen haben mit dem 20.08., 20.10. und wie sie alle heißen. Ich glaube, der 20.08. war das liebe Schanzenfest. Ach, ein Klassiker im Game. Sie haben ein neues Tiefstniveau erreicht. Und wenn ich mich da richtig entsinne, hast du doch vom Schanzenfest selber gar nicht viel mitbekommen. Du wurdest beschützt von der Polizei und hast ein bisschen gestreamt. Als sie gestern wieder mal vor meiner Tür standen, um 3:30 morgens, schreien rum, bezeichnen mich als Assi, aber gehen her und schreien um 4 Uhr morgens rum. Ja, das ist eine Sache, die Rainer halt nie verstanden hat. Ne? Dass er, das, ich meine, selbst das Hater-Kollektiv, da hast du ja als Hater nicht so einen Dreischicht-Rhythmus, dass du sagen kannst, hier, diese Woche habe ich Früh-Hater-Schicht, nächste Woche Spät-Hater-Schicht und so weiter. Das hat Rainer ja nie verstanden. Ich meine, wie könnte er auch als selbstständiger Schichtarbeiter? Und ich habe mich so oft gefragt in den letzten Jahren, wie kann ich so blöd sein? Doch, es gibt da kein anderes Wort. Wie kann ich so blöd sein und dann mich hinsetzen, so ein Video machen und sagen, ja übrigens, die letzte Zeit, in der ich noch schlafen kann, ist so ab 5 Uhr morgens. Ja, natürlich kommen dann
irgendwann auch um 5 die letzten. Er hat es nie verstanden und ja, gleichzeitig tragisch und lustig, so wie immer eigentlich bei ihm. Ich war ja gesessen, habe am Tablet gespielt, habe ein bisschen Let's Play geschaut und habe ein bisschen so mit jemandem geschrieben und... Was war jetzt mit jemandem geschrieben? Na, welches Bärchen war es? Ob er seine eigenen Let's Plays nochmal schaut und sich dann denkt, oh, warte mal, so ein Let's Play könnte ich auch nochmal machen? Irgendwie, manchmal hat man das Gefühl, dass das so läuft bei ihm, oder? Und, es fahren halt Leute von meiner Haustür zweimal auf und ab, mit Licht, ohne Licht. Rainer, ja, es wohnen nicht viele Leute am schaurigen Berge, aber vielleicht fahren die ab und zu mal rauf und runter. Und ja, du hast die Geister gerufen und sie haben dich besucht, um den Tanzbär zu sehen. Schreien rum wie die Drecksau und ich bin der Assi. Ja, man ruft einmal Rainer Winkler Hosenpinkler. Und was danach geschah, ist in vielen, vielen Videos belegt. Irgendwas passt in dieses Bild nicht rein. Die Definition von asozial ist, glaube ich, anders. Nicht sozial, Rainer. Und willst du das Fass jetzt wirklich aufmachen? Willst du das Fass aufmachen? Von den anderen Kindern in der Schule gemieden, schwieriges Familienverhältnis, schwieriges Verhältnis zu Nachbarn, schwieriges Verhältnis zu Gumbels und ja, und so weiter. Aber okay. Gut, bei mir schaut es immer ein bisschen aus. In der Hinsicht könnte man sagen, ich bin ein Assi, weil es bei mir eben ausschaut wie Drecksau. Ja, aber er hat auch nie was dran geändert. Und wenn ich mich recht entsinne, so richtig aufgeräumt vor seinem, nennen wir es mal, Auszug hat er ja auch nicht. Er hat irgendwann aufgegeben, es war ihm auch egal. Und ein Teil von ihm dachte sich bestimmt auch, das habe ich nicht nötig, ich bin hier ein Star. Aber ja gut, ich persönlich bezeichne das eigentlich als unordentlich und nicht als Assi. Rainer, du wohnst alleine seit Jahren. Und hey, du hattest, was wir gestern besprochen hatten, mit dem hier Kevin allein zu Haus-Feeling. Ich glaube sogar, Kevin ist irgendwann durch das Haus gegangen und er war jünger als du, also die Filmfigur, und hat das Haus aufgeräumt. Hm? Denk mal drüber nach. Mich persönlich stört es ja nicht und ich bin ja kein Messi, der alles sammelt und dann nicht wegschmeißt, sondern ich schmeiß viel Zeug weg. Ich bin bloß immer zu faul oder besser gesagt, ich vergesse immer, die Mülltonnen rauszustellen. Also er ist kein Messi, er schmeißt die Sachen ja weg. Ja, Rainer, aber du schmeißt es in den Müllsack und der Müllsack bleibt dann im Wohnzimmer. Rate, was passiert? Und das ist deswegen halt, schaut es halt manchmal ein bisschen aus, weil ich zu faul bin, das ganze Zeug immer rauszuräumen. Also jetzt mal ganz kurz Real Talk. Ich kann euch erzählen, dass ich Kleintiere habe. Also so mit, nicht mit Käfig, das finde ich nicht artgerecht, sondern mit so einem kleinen Gehege. Und in diesem Gehege ist natürlich Holzstreu drin und Heu und ne, was die Kleinen halt so mögen. Und wenn ich das im Sommer nicht regelmäßig sauber mache, diese Ecken, und da reden wir von eigentlich, wenn ich das mal einen Tag nicht mache, dann merke ich, wie in diesem Heu so kleine Mini-Fliegen sind. Und das finde ich spätestens am zweiten Tag erschreckend und macht das dann irgendwie panisch weg. Und jetzt will ich gar nicht wissen, wie das bei Rainer gelaufen ist, der dann seine Essensreste nur noch in den Müllsack getan hat und ihn in die Ecke gestopft hat. Also jetzt mal ganz ehrlich, da reden wir doch von ganz, ganz anderen Dimensionen. Ah, bah. Aber man hat ja gesehen, meine Küche schaut jetzt momentan echt ordentlich aus. Nö, habe ich nicht gesehen. Normalerweise zeigst du alles, was du machst. Auch ist egal. Das war es eigentlich schon zu dem, was ich sagen wollte. Mir geht es im Moment auch nicht besonders gut. Ich bin ein bisschen krank. Na, hast du etwa die Grieselkrätze? Du bist doch stark, du hast ein Immunsystem. Ich meine, hey, du bist der Drachenlord, hallo? Die Grieselkrätze kriegt dich. Ich denke, ich werde morgen einen kleinen Stream machen, wenn es passt. So, bevor ich losgehe. Und muss ich mal schauen, was dabei rauskommt. Wo will er denn hin? Naja. Weiß ich auch noch nicht. Dann würde ich auf jeden Fall mal sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich für ein teilweise tolles, teilweise beschissenes Jahr. Aber ich bedanke mich trotzdem dafür, dass ich es dieses Jahr geschafft habe, tatsächlich in meiner Sache mit YouTube sicher fühle. Er fühlt sich also sicher.
Okay, den habe ich nicht kommen sehen. Also ist doch schön, wie manche Sätze in den Jahren eine ganz andere Bedeutung bekommen haben. Im Moment weiß ich noch nicht, wie es weitergeht. Huh, oh, 2018, oh, da kommt noch einiges. Aber ich spoilere mal nicht, aber das wird noch spannend. Und ich frage mich immer noch, wo du jetzt an Weihnachten bist, jetzt wo der Beck zu hat. Ich habe ja die These aufgestellt, ob er einfach den Schlüssel gekriegt hat, die anderen sind gegangen und er darf dann da sitzen bleiben, oder versteckst du dich gerade bei irgendwelchen, nennen wir es mal, Drehpartnern? Entschuldigt, da war der Akku leer. Dieses Jahr hat mir jetzt auch gezeigt, dass es halt auch richtig gut läuft. Ja. Das war das chinesische Jahr des Drachen, was übrigens jedes Jahr ist in Mittelfranken. Oder besser läuft. Und dass es halt mit zunehmender Zeit auch besser werden wird, hoffe ich. Tut mir leid, mein lieber Rainer, das Einzige, was zugenommen hat, warst du. Jedenfalls für die Zukunft auch. mich fragen zurzeit natürlich immer viele, was hast du für Vorsätze fürs neue Jahr? Was hast du für Pläne fürs neue Jahr? Ja, von seinen damals über 200.000 Abonnenten haben ihn bestimmt 10 Leute gefragt, und was machst du nächstes Jahr? Und dann hat er gesagt, Bann. Ich habe keine Vorsätze fürs neue Jahr. Ich mache mir keine Vorsätze. Das sehe ich nämlich nicht ein, weil man die sowieso nicht einhält. Es gibt Sachen, die ich machen möchte. Das ändert sich aber nicht durch das Jahr, sondern die habe ich einfach, die Pläne, und die werde ich auch umsetzen, soweit es mir möglich ist. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich werde tatsächlich die nächsten Tage mal gucken, was er 2019 so gemacht hat, was neu war. Ich glaube, da war nicht viel, oder? Nee. Ich wüsste jetzt spontan nicht, was da Besonderes gelaufen ist. Als nächstes würde ich sagen, dass ich fürs kommende Jahr auf jeden Fall versuchen möchte, noch ein paar Kurzfilme der Idioten zu machen. Auch da möchte ich nochmal die Frage stellen. Es gibt doch nur einen, oder? Oder habe ich irgendwas verdrängt in meinem Kopf? Also er redet doch seit Jahren immer nur Kurzfilme der Idioten und 4 Drachen und der Mädel und überhaupt. Gab es jemals mehr als einen von diesen Filmen? Bitte sagt's mir, klärt mich auf. Auch wenn ich nicht weiß, wann und ob. Und wie und wann er da überhaupt Zeit für hat, ich bitte dich. Weil, lest dazu einfach meinen Blog, dann wisst ihr, was da los ist, was ich damit meine. Übrigens an dieser Stelle, einige seiner Blog-Einträge habe ich tatsächlich hier auf dem Kanal. Das sind so die älteren Videos, die ich mal gemacht habe. Schaut gerne mal vorbei. Und lasst mich wissen, was ihr davon haltet. Auf jeden Fall habe ich ein paar Ideen für Kurzfilm der Idioten. Vielleicht setze ich sie um, vielleicht nicht. Vielleicht kommen sie schon im Januar. Vielleicht kommen sie noch dieses Jahr, was ich bezweifle, weil dafür ist es ein bisschen kurz. Vielleicht kommen sie einfach niemals. Andererseits, wenn ich mich da einen Tag oder was hinsetze nach Weihnachten oder 2 Tage, also wirklich intensiv hinsetze, 5-6 Stunden jeden Tag, 2 Tage lang, dann kriege ich da schon ein bisschen was hin. Ja, man darf auch nie vergessen, er schreibt ja immer 20 Bücher gleichzeitig und 12 neue Songs und die Let's Plays. Ich meine, er wollte allein heute noch 12 Let's Plays machen. Das darfst du auch nie vergessen. Das ist einfach so. Das ist ein vielbeschäftigter Mann. Wir unterschätzen das einfach nur immer. Also entweder es kommt noch was oder es kommt nichts mehr. Im Moment konzentriere ich mich sehr stark auf Gaming. Angeblich soll ja jetzt bis zum 9. auch mein Glasfaser kommen. Ja, vorher war es ja mehr so eine Bambusleitung bei dir. Glasfaser ist übrigens eine schöne Sache, gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Also das ist tatsächlich ein Update, wenn man das bekommt. Also ja, doch. Falls ich sowas beruflich machen wollen würde, wäre Glasfaser schon eine nette Sache. Also angeblich soll am 9. Januar ja mein Glasfaser verlegt ist es ja schon, mein Glasfaser auch angeschlossen werden, dass ich es auch nutzen kann. Sobald das gemacht ist, möchte ich auch mehr Gaming-Streams auf YouTube machen. Dann muss ich einfach mal gucken, was dabei rauskommt. Dann bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich wünsche euch allen ein wunderschönes Fest, auch den Hatern. Ja, weil vielen Dank, lieber Rainer. Vielen Dank und auch dir frohe Weihnachten. Ich bin nicht so niveaulos. Ich wünsche euch auch so viel Gutes wie nur möglich. Rainer, wenn du jetzt mal kurz in einen Spiegel in die Zukunft blicken könntest und mal schaust, was du... Ah, das war 2018, also hast du 4 Jahre später so kurz vor Weihnachten rauflädst an Videos. Dann
Das mit dem Niveau ist halt so eine Sache. Ja, dass es auch nicht so scheiße geht wie mir, weil jemandem was Schlechtes wünschen ist echt unter aller Sau, vor allem zur Weihnachtszeit. Das stimmt. Oder sagen wir es mal so, zumindest an Weihnachten geht es mir immer so, dass man auch den Menschen, mit denen man wenig Kontakt hat, dass man da eher bereit ist zu verzeihen oder einfach mal auf Menschen zugeht, auf die man normalerweise nicht zugeht. Das stimmt. Und deswegen, Rainer, ich glaube, ich habe dir noch nie was Böses gewünscht. Ich habe nur nie verstanden, warum du diese Dinge tust, die du für normal hältst. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Drache. Ciao. Ja, ciao, ciao. Das war das erste Video. Und auch wir sind doch heute ganz gut in der Zeit. Lass uns noch ein zweites machen. Machen wir hier einmal weg. Und das war, ich glaube, ein Jahr später. Bin nicht ganz sicher. Mal eben gucken. Sehe ich das hier? Nee, sehe ich nicht. Schade. Auf jeden Fall auch. Muss ich nochmal nachgucken. Ich verlinke es definitiv und auch mit Jahreszahl. Ein zweites Video, was Rainer, da steht ein Vlog dabei, jetzt kriege ich Angst, an Weihnachten veröffentlicht hat. Schauen wir mal rein. Metal-Leute, servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Ja, und jetzt mal ganz ehrlich. Wenn man dieses Video sieht und das Video davor, geschweige denn die Videos, die er Jahre vorher aufgenommen hat, wie ist dieser Mensch verfallen? Körperlich, geistig auch irgendwie und absolut gefangen in dem Leben, was er sich aufgebaut hat. Das klingt zynisch. In diesem Käfig, den er sich selber gebastelt hat. Das sind immer wieder diese Momente. Ich habe ja gerade gesagt, man wird auch ein bisschen versöhnlicher zu Weihnachten. Der Mensch, Rainer, tut mir leid. Das, was aus ihm geworden ist, all das, was er gesagt hat, ist verachtenswert. Steht auf einem ganz anderen Blatt. Heute. Mir gefällt aber dieses orangene Poloshirt. Ach, was haben wir uns das gewünscht, dass er noch einfährt, oder? Stellt euch mal vor, so ein schicker Oranger. Ich weiß, das hat man in Deutschland nicht so, aber wenn man so amerikanische Filme schaut und dann diesen orangen Overalls in den Gefängnissen, passt halt einfach. Und der Greenscreen, also sagen wir mal, die grüne Decke ist noch da, aber damit arbeitet er schon länger nicht mehr. Das hat er nicht mehr nötig gehabt. Möchte ich eigentlich euch nur noch mal frohe Weihnachten wünschen. Wir haben heute den zweiten Weihnachtsfeiertag. Frohe Weihnachten, Rainer. Und wenn ich dieses Video, vielleicht ist es auch nur deshalb, weil es eine Nahaufnahme ist, aber ist sein Unterkiefer in den Jahren nach vorne gewachsen oder warum ist das passiert? Fragen über Fragen. Ich bin gerade dabei, mir eine Ente zu machen. Und auch diese Gesichtskirmes, ne? Wenn der Kiefer so einmal nach rechts und nach links ausschert. Ja, und auch gucken die an. Er hat Kevin allein zu Hause hat sich eine Ente gemacht. Lecker, lecker, lecker. Und er muss sie nicht mal teilen. Nein, er kann die ganze Ente kann er essen. Oh, das wird ein Schmaus. Ja. Ich kann euch noch ein Bild davon einblenden, wenn es fertig ist. Bin mal gespannt, ob er es tut oder auch nicht. Und da bin ich echt gespannt, wie das jetzt wird. Das ist so eine Gourmet-Ente. Bin ich. Die gute Gourmet-Ente. War das die gute vom Penny, vom Lidl oder vom Aldi? Welche gute Gourmet-Ente war es? Obwohl, will die gar nicht schlecht reden. Ich glaube, wir hatten auch schon mal sowas zu Hause. Ich glaube, ich kenne die. Ja, komm, ist. Wenn, jetzt ehrlich, wenn du alleine bist, was willst du dir so ganzen Vogel und noch selber zubereiten, dann kaufst du dir sowas. Es ist okay. Es ist vollkommen okay. Ich bin gespannt, wie das jetzt wird. Zu Weihnachten habe ich das jetzt gekriegt. Oder haben wir gekauft halt. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das wird. Ich habe mir jetzt eine Soße dazu gemacht. Genug Blaugrat habe ich ja da. Und ja, Rainer, Liebe geht raus an die ganzen Hater, die dich mit Blaukraut versorgt haben. Dazu noch ein paar kleine, so Mini, wie sagt man, so Klöße? Mini Klößchen. Genau, muss jetzt jeden Moment der Timer losgehen
und so eine Minute oder zwei. Dann muss ich mal gucken, wie es so ist. Hoffentlich gut durch und fertig. Hoffe, die ist dann auch schon durch. Es hat geheißen 25 bis 30 Minuten. Ich lasse sie mal ein, zwei Minuten länger drin als 25. Ach, Rainer, das ist jetzt mal ehrlich, da musst du jetzt doch keinen hohen IQ in einer Bedienung von einem Ofen haben. Das siehst du doch, ob das Ding fertig ist. Und zur Not schneidest du mit dem Messer kurz... Nee. Da war es wieder dieser Fehler, dass man eine Situation nacherlebt im Kopf, die Rainer gerade durchlebt und man denkt sich, warum scheitert er daran? Mein Fehler. Weil mein Ofen ist ziemlich hart. Was? Was? Rainer, an was denkst du jetzt schon wieder? An was denkst du, dass dein Ofen hart ist? Oh, ich will auch. Komm schon. Hat ein wenig Macke. Also, der gart leider nicht ganz so gut, wie er sollte. Also Ofen auch ein Hater oder kaputt? Bei 25 Minuten kann es schon mal passieren, dass er plötzlich 30 Minuten geheizt hat. Also von der Hitzestärke her. Boah, mega. Erstmal, wenn du einen Ofen hast, den du auf 25 Minuten stellst und dann hat er in Wirklichkeit schon 30 Minuten geheizt. Was ist das? Energiesparend oder schlau? Aber wir werden es sehen. Also ich habe es jetzt auch nicht so hoch eingestellt, wie es sein sollte. Also ich denke, ich lasse jetzt einfach mal 30 Minuten drinnen. Okay, also der Ofen heizt wärmer und schneller als das Jahr und er macht aber... Ja. Ja. Also ne... Das ist der YouTuber, der Projekt Brot und Brötchen macht. Der so eine Packung liest und denkt sich, oh, da steht jetzt 25 Minuten drauf. Ah, machst du mal 15. Oder wie? Und oder was? Ach, Reini. Das ist dann aber auch jetzt gleich dann der Fall. Und ansonsten danke ich euch schon mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet alle fröhliche Weihnachten. Für alle, die vielleicht nicht mehr auf meinen Kanal schauen in der Zwischenzeit, ich will jetzt bis zum neuen Jahr noch umziehen. Okay. Sieht jetzt im Moment auch ganz gut aus. Und schauen wir mal jetzt, was jetzt dann in den nächsten Wochen und Monaten abgeht. Bei mir wird jetzt dann eigentlich ein Stress sein im verbleibenden Jahr. Natürlich, Rainer, natürlich. Ja, die deine Deutschland-Tour, die kam etwas später. Haben wir ja auch ausgiebig verfolgt. Und ich mag noch mal kurz anmerken, wenn du neu auf meinem kleinen Kuschelkanal bist, dann diese Tour habe ich auch ein bisschen verfolgt und habe dann immer Videos eingeblendet von Orten, an denen Rainer eigentlich nicht war. Ach ja. War eine schöne Zeit. War eine interessante Staffel, die Deutschland-Tour-Staffel. Aber es sind ja auch nur noch zwei Wochen, drei Wochen. So, jetzt habe ich vielleicht den falschen Cut gesetzt, aber du machst ein Video an Weihnachten und sagst, bis zum nächsten Jahr sind es noch zwei Wochen. Okay. Wenn es halt auf hart kommt, Alexa, stopp. Alexa, die einzige Freundin, die er immer in der Schanze hatte. Wenn es halt auf hart kommt, wird es wohl sogar noch ein bisschen länger dauern, bis ich umziehen kann. Das ist dann aber auch alles soweit schon mit dem Käufer soweit geklärt, oder? Ja, mit der Stadt Emskirchen. Ja, Rainer, das wird noch ein kleines bisschen dauern, bis du umziehst, klingt jetzt falsch, aber bis du umherziehst, das dauert noch einen kleinen Moment. Würde das jetzt dann noch in den kommenden Wochen... davon abgesehen bin ich echt gespannt, wie mich das kommende Jahr jetzt erwartet. Für gewöhnlich ist ja jedes Jahr für mich immer gleich gewesen. Jo, das kann man so festhalten. Es wurde halt einfach immer, naja, noch ein bisschen weniger auf die Hater eingegangen und der Hate wurde insgesamt weniger und ja. Wusste im Prinzip jetzt die letzten 10 Jahre oder die letzten 5 Jahre immer ungefähr, was im kommenden Jahr wieder auf mich zukommt. Das weiß ich jetzt im kommenden Jahr nicht mehr. Wie dieser Stuhl damals schon geknarzt hat. Das war doch der King Diablo, dieser XXL Gaming-Stuhl, den er unbedingt haben wollte und gegen die Zaren-Couch ausgetauscht hat. Und der nach 4 Wochen Medal of gesagt hat. Oh Mann.
Da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt. Ich habe auf jeden Fall einige Pläne und habe auch einiges umgesetzt schon davon. Ja, aber das, was du umgesetzt hast, das wird vielleicht noch umgesetzt, vielleicht kommt es aber auch nicht. Was ich mir überlegt habe, vielleicht, das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Interesse dran habt, was ich mir überlegt hatte, war vielleicht so eine Art Abschluss der letzten 10 Jahre zu machen. Der Abschluss kam noch. Der Abschluss der letzten 10 Jahre war, glaube ich, der Bagger, der die Schanze abgerissen hat am Schluss. Hast du es gesehen, Rainer? Ein paar Leute haben geweint. Das heißt, ich würde nochmal ein Video machen, wo ich nochmal über die letzten 10 Jahre spreche. Das wollte ich eigentlich als Jubiläumsspecial machen, hatte ich auch schon einiges deswegen notiert und alles und mir schon ein bisschen so Gedanken gemacht. Aber der Zettel ist weg, oder was? Aber dann kam das Jubiläumsspecial ja nicht, sondern nur in Form von einem Livestream. Das sind halt diese Sachen, das sind diese Schachtelsätze, wenn Rainer anfängt, irgendwas zu sagen und am Ende gar nicht mehr weiß, was er gesagt hat. Also, er hat sich Notizen gemacht für ein Special. Das ist dann aber nicht gekommen, weil er einen Stream gemacht hat und dann auch schon wieder hier bitte irgendwas einfügen. Und dann habe ich mir jetzt gedacht, das könnte man jetzt das abschließende 10 Jahre machen, weil ich ja jetzt seit 10 Jahren YouTube mache und seit etwa 8 oder mittlerweile, jetzt sind es mittlerweile über 9 Jahre oder es geht jetzt ins 9. Jahr. Man sieht ihm wirklich in seinen Augen, also wenn man ganz genau hingucken würde, dann würde man wie bei Windows seine Pupillen sehen, die anfangen sich so zu rotieren und dann irgendwann zwischendurch auch mal stehen bleiben, weil die Rechenleistung erreicht ist. Und ja, es ist immer dann. Ja, genau. Hast du es gesehen? Genau, jetzt ist es passiert. Kurzer Absturz. Da musst du noch mal ein bisschen nachrendern. Sieht so, dass ich jetzt echt gespannt bin, wie es weitergeht. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video, beim nächsten Stream bei mir dabei. Ich muss jetzt noch meine Ente schauen. Hoffe, wie gesagt, dass ihr auch ein schönes Weihnachtsfest hattet. Hoffe, dass ihr was Gutes zu essen hattet. Und werde jetzt mal schauen, wie mein Essen sich gestaltet. Ja, wahrscheinlich hoffentlich fertig mit seinen Klößen und dem Rotkohl. Und wie geht das dann weiter? Dann setzt er sich alleine vor seinen Fliesentisch und guckt sich Let's Play an. Vielleicht von Zelda oder so. Bis dann. Ich blende euch hier noch ein Foto ein, vielleicht, wie die Ente aussieht. Er hat es tatsächlich gemacht. In der letzten Sekunde hat er es tatsächlich gemacht. Okay, ja komm, was wollen wir erzählen? Das ist die Knusperente, das sind irgendwelche Knödel, Standard, irgendeine Standardsoße und Standardrote. Hey, es ist okay. Es ist für ihn alleine, ist das okay. Wenn man jetzt gemein wäre, könnte man sagen, ist das nur die Vorspeise oder war das wirklich tatsächlich sein Essen? Naja, was ist, 4 Knödel sehen wir, eine Knusperente und ein bisschen Rotkohl. Ja, komm. Ist Weihnachten, gönnen wir es ihm. Ja. Jetzt könnte ich die Frage stellen. Machen wir erstmal aus, oder? Machen wir erstmal aus. So. Wo stehen wir zeitlich? Halbe Stunde. Oh, das geht doch heute. Wie war euer Weihnachten? Wie war dein Weihnachten? Was hast du erlebt? Nochmal die Frage, was hast du als Geschenk bekommen? Was hast du verschenkt? Warst du bei deiner Familie? Bei deinen Lieben? Partnerin, Partner? Oder warst du arbeiten? Wie war es mit den Kollegen? Das kann ja auch schön sein, durchaus. Lasst es mich einfach gerne wissen. Vielleicht sprechen wir mal drüber. Ja. Ich finde so etwas über eine halbe Stunde ist doch jetzt ganz nett. Jetzt haben wir 3 Videos über Rainer gemacht und man hat jetzt im letzten Video tatsächlich schon gesehen, dass er optisch einen Verfall durchlebt hat. Und wie gesagt, meine Pläne für das neue Jahr wären Vlogs von Rainer. Vielleicht fangen wir auch chronologisch ein bisschen früher an mit Vlogs und vielleicht können wir uns dann mal so einigen Themen stellen. Also, was hat er durchlebt? Also vielleicht reden wir mal über Förderschulen oder über seine Minderintelligenz oder eben über irgendwelche Themen, die sein Leben tatsächlich interessant machen oder mal von der Seite beleuchten und dann gucken wir uns einen Vlog an und erfahren vielleicht, wenn wir Glück haben, am Ende 2% von seinem Leben. Und wir können ja mal gucken, wo es uns hintreibt, ob wir dann zum gleichen Ergebnis wie immer kommen und sagen, naja komm, ist halt der Rainer und hat er nicht anders verdient. Vielleicht blicken wir ein bisschen hinter die Kulissen, vielleicht auch nicht.
Wer weiß, da wäre ich ergebnisoffen. Das wäre so mein Ziel fürs kommende Jahr. Und es muss auch nicht täglich ein neues Video geben. Schauen wir einfach mal, wo der Wind uns hintreibt. Ja. Ich möchte erstmal Danke sagen. Danke, dass du dieses Video mit angeschaut hast. Danke, dass du diesen kleinen Kanal gefunden hast. Und ich werde jetzt am Schluss noch zwei Videos verlinken, die mir, ja, was soll ich sagen, lieb und teuer sind, die ich interessant finde, die man vielleicht mal, also die ich persönlich gut fand. Oh, jetzt verhaspel ich mich selber, aber am Schluss. Und die ich erwähnenswert finde am Ende. Und ich wünsche dir und allen, die das hier sehen und hören, nochmal frohe Weihnachten, ein paar ruhige Tage bis Silvester und auf jeden Fall auch ein frohes neues Jahr. Wo immer ihr seid, habt eine schöne Zeit mit euren Lieben. Das ist richtig und wichtig und darf man nicht unterschätzen. Wir unterschätzen das ja immer. Nun gut, bis zum nächsten Mal irgendwo da draußen. Metal off! Und natürlich, hey doch!